Morgen, herzlich willkommen auf dem Kanal, Ladies and Gentlemen. Heute ist der 6.11. Gerade aufgestanden. Das hält mich aber nicht davon ab zu streamen. Nicht vergessen, Panzerbelohnung für. Für? Ja, schauen wir gerade die Tank Reaver an. Dings würde ich gerne schaffen wollen. So, okay. Alles klar, Dings gecheckt. Warte mal, Kasana, stimmt irgendwas nicht? Rekruten? Alles klar, passt. Kurz überlegen. Okay, 20.000 XP, das sollten wir heute hinbekommen, theoretisch. Das heißt, gleich ein Booster rein. Machen wir 2 Stunden. Ja, komm, 10er, mehr Besatzung, mehr freie EP, go. Wie gesagt, heute einen ernsten Tag, Arti und Arti. Ja, wird halt ein entspannender Stream für mich. Das ist das Schöne. Der Nachteil, oh, wird eine Weile dauern. Aber okay, auch das kriegen wir alles hin. Alles, was wir brauchen, sind halt nur ein paar Wins. Aber ich sollte mal hinkriegen. Also heute sollte es die 7 eigentlich fallen. Weil 20.000 sollte man hinkriegen, weil jeder Sieg knapp 1.000 dank Boost. Völlig ungeachtet, welche, also wie die Leistung ist. Also das schauen wir mal. Ich hab's geahnt. Kann ich schon fast da drüben stehen. Jetzt komme ich hier nicht ran, wa? Doch. Hat ihr getroffen. Definitiv hit. Und kill. So, Light raus, wunderbar. Jetzt kommen hier die Mediums. Sind alle gefährlich. Besonders der. Sauber. Einer ausgeschaltet, den anderen gehittet. Offiziell 400. Sehr, sehr schön. War es nicht so schön hier? Sieht er mich? Ich hoffe nicht.
Turbo. Eine 11. Warte mal, schieße ich hier Gold? Ich hoffe nicht. ...6-0, moin Info. Auch dir, schönen Start ins Wochenende. Muss heute noch mal arbeiten. Oh nein, BD7 neben mir. So, Crit. Sollen wir hier weg von hier, weil der kommt. Danke. Bin jetzt mal kurzzeitig gerettet. Drüben gibt es aber noch eine 44. Den kommen wir nicht mehr ran. So, in der Mitte gibt es noch eine VK. Und am Schluss dann irgendwo noch eine Su. Hier Info, wir spielen heute den ganzen Tag Adi, weil wir grinden das Ding nach oben. Treffer! Treffer! Mal durch. Ja. Ich brauche die Arti für ja, Mission. Mindestens die 8er. Mit 1500 eine sehr schöne Runde. Also wird ein sehr schöner Tagessieg. Ich glaube, die 4000 könnte ich schaffen. Mit Verdopplung. Ja, bleibt noch eine Arti. Die kann ja nur hier oben sein. Die schnell? Die 44? Weil da bin ich mir gerade nicht sicher. Er würde sie hier sehen, sie doch nicht. Da ist er. Ah, komm nicht ran. Das spare ich mir. Also, ich habe da vorerst gespielt und es waren keine so gute Runden. Das weiß ich. Das war jetzt die erste gute Runde mit dem Ding. Aber naja, abwarten. Ich werde hier noch zum Arti-Spieler. Immerhin 30 an, ich schaffe sogar 6000, also sehr, sehr schön. 52.000 brauche ich, 38.000 haben wir. Ja, geht's weiter. Positiv nebenbei wurde Dings gemacht, der Battle Pass. Das ist mir wichtig. Damit komme ich an Blaupausen und den Rest dran und am Schluss dann sogar einen Skin für einen Panzer. Ist egal, ich muss nur irgendwie auf Stufe 8 dann 30 Dings schaffen, 30 Kredit, Crit, also irgendwelche Module zu stören. Aber erstmal kommen auf Stufe 8. Ich meine, das sind jetzt noch 14.000 XP grob mit dem Ding, das heißt circa, wirklich circa 14 Sieger. Wenn wir 1000 pro Sieg machen, theoretisch. Weil so eine Runde wie gerade eben schaffe ich nicht nochmal. Weil ist die Crew noch ein bisschen zu schlecht. Aber die wird ja im Hintergrund schön geboostet. Ich habe keine Blaupausen mehr. Und ich habe zwar freie Erfahrungspunkte, möchte ich mir dann aber aufheben für die große Kanone. Auf der 8er.
Oder komplett aufheben, besser gesagt. Weil das ist mir nicht wert, um ehrlich zu sein. Deswegen halt grinden. Ich feuere dich auf dem AMD. Weil das ist so schwer vorherzusagen, wo der hinfährt. Ist nahezu unmöglich für mich. Meine, besser sieht es denn hier oben aus. Kommen wir nicht ran. Kann man nichts machen. Sehr viele Panzer hier oben. Gerade schwere. Könnten wir rankommen. Muss ich hier rankommen. Aus, halt. Bei zwei getroffen, Kap 1 und Kapo 2. Den habe ich gezielt, aber den hinten habe ich mehr abgezogen. Nice. Sind sogar noch hier gekettet, dadurch behindert, dadurch noch im Stun und. Zeigt aber schon, wo der Gegner ist. Denn der Gegner ist nicht bei uns auf unserer Seite. So, mehr kann ich nicht machen bei den Heavys. Jetzt kommen hier die ganzen Lights. Das ist blöd. Die halten sich natürlich Haldern auf. Der M4 hingegen, der ist schön. Groß, langsam. Ah, schade. Wie gesagt, AMD schießt man nicht hin, kommt nicht ran. Dann bleiben eigentlich nur die auf dem Berg. Okay, die sollte weg sein. Wenn aber keiner will, schieße ich sie zumindest an. Keine der KV2 hat die getroffen. Oh. Sind die alle hier vorne in der Ecke? Da komme ich nicht ran. Oh ja, ein Panzer für selbst von der Fett-App, das ist gut. Wenn die nochmal aufhielt, wäre das nice. Wir halten einfach mal blind rein, erstmal. Vielleicht wird sie gestunt, vielleicht habe ich sie getroffen, ich weiß es nicht. Abwarten. Okay, die ist weg. Der Rest ist jetzt hier vorne. Sollte auch einschießbar sein, hier auf meiner Ecke. Jawohl, gleich drei auf einmal. Guckt euch das an. Den haben wir. Zwei Kills. Ne, ein Kill. Ich dachte zwei. Bestimmt verwechselt.
So, links außen muss noch ein Arti sein. Ist der einzige Ort, wo sie sich verstecken kann. Es sei denn, sie ist hier dahinter gefahren. So, wir sind eingeaimt. Ich weiß, Mathilda schießt schnell, hat definitiv den ersten Schuss. Ah, kam einer, zu spät. Dennoch, 1220 Schaden plus 200, 1004 gesappt. Ist okay. Kann man mit leben. Ich mach's heute ganz entspannt mit der Arti. Ganz da. 3000 plus 1000 noch was? Sehr schön. Weitere 5000 Dorf sind wir schon bei 44.000. Da fehlen also noch knapp 8000 XP. Dann sind wir durch. Waren so selbst tolle Fette, habe ich nie getroffen. Na gut, 9000 ungefähr. Das ist gut. Das heißt, noch zwei solche Siege und ich bin durch. Glaube ich auch die letzte Arti, die ich für die Aufträge brauche. Bei Amis ist ja durch. Deutschen auch. Russen auch. Was Arti betrifft? Genau, das letzte. Dann geht's ja. Okay. Dann hoffen wir mal, dass sie hier alle vorfahren. Was ich aber stark bezweifle. Oh, ein bisschen mehr nach rechts fahren. Muss auf jeden Fall ein M6, der geht aber gleich zu. Und hier wird nichts. Okay, muss ich komplett neu einnehmen. Erste fährt durch, ist nicht gut. Ich hasse das, wenn die zugehen. Ah, fährt weg. Ja. Okay, linke Seite würde ich mir Sorgen machen, weil da ist keiner von uns. Wirklich niemand. Wir pushen zwar auf der rechten, aber linken Seite alles offen. Super. Und da rollt einiges lang. Okay, da würde ich sagen, hier ein Schuss drauf. Hier in die Ecke und dann nach rechts fahren. Getroffen. Weil das sind 1, 2, 3, 4, 5, wahrscheinlich 6 Panzer. Die jetzt da lang düsen. Vielleicht kann man hier doch noch supporten. Ah, zu Winkel ist auch extremst stylisch. Hi Proxy. Dir wunderschönen Freitagnachmittag. Ich sehe sie nicht. Ich kann nur auf das schießen, was ich sehe, und ich sehe gerade gar nichts. Das sind wahrscheinlich hier dann dahinter in der Ecke. Okay, dann hat's zerlegt, dann Krompel.
Das ist der da drüben? Ja, das ist ein Adi hier drin. Das ist er der Einzige. Ah, zu kurz. Das kommt von Firefly. Da wird's richtig gefährlich. Ein Treffer. Kein guter Sieg. Den verdoppeln wir auch nicht. Ich kombiniere noch die 1000 zusammen. Nicht getroffen? Passiert. Kann man jetzt meckern, da kann man schreien. Wer weiß, wo ich eingeschlagen habe. Bestimmt da hinten. Ich dachte, der sieht mich. Vom Winkel her mal richtig bescheiden. So, zumindest dann. Gehabt. Mist. Okay, Runde vorbei. Gewonnen, alles gut, okay, aber halt nicht so ein schöner Tagessieg. Naja, es geht so langsam aufwärts. Oh, so langsam. Und wie geht's euch? Diesen wunderschönen Freitag. Und drauf. Ah, nee. Das nehme ich auf keinen Fall. Das ist mir doch zu wenig. Oh, Achter. Oh. Achter Artis. Achter Gegner. Fantastisch. Ich bin gerade unentschlossen, rechts oder links. Okay, Judas, TS5, 2-8er. Probieren wir's. Obwohl die in Lanzen haben, Stufe 8. So, auf dem EBR schießen wir nicht. Der ist mir viel zu schnell. Jetzt ja aber auch genau in dem Winkel, wo du kaum bis gar nicht treffen kannst. Bitte. Mit 40! Tolle Kanone. Gibt leider auch keinen Support. 49 am 8er. Na, ist halt hochexplosiv, das Zeug. Bei einem Durchschlag von 39 mm. Um den Light mache ich mir jetzt echt Sorgen.
Halbe Kreis fehlt. Macht keinen Sinn, darauf zu schießen. Wir haben jetzt mehrere Fahrzeuge auf der linken Seite verloren. Ich sollte mal darüber nachdenken, abzuhauen. Das heißt, blind rein und weg. Einfach nur weg. Sieht schon mal nicht gut aus, auf den ersten Blick die Karte. Aber schnell ist er, muss man sagen. Gegenüber meine T92, die sehr langsam ist. Ist das Ding hier recht flink. Ich glaube, das interessiert ihn auch gar nicht, wenn ich da drauf schieße. Ja, 163 und 11 Sekunden Stun, aber es hat keiner da, der drauf wirken kann. Doch, sehr schön, gibt 200 extra. Ja, tricky Situation hier gerade. Und Olbi, herzlich willkommen im Kanal. Schön, dass du da bist. Blindshot. Nope. 2-5, okay. In die Runde gehen wir baden. Kann aber auch nicht viel machen. Obwohl, wir holen auf. Kommen wir nicht ran? Dem wird man jetzt rankommen, auf dem Lanzen. Seine stellt sich die andere Seite, dann ist er natürlich safe. Völlig Mist. Und der ist komplett. Der konnte komplett durchfahren, irre. Sekunden erst durch, noch bevor ich nachgeladen habe. Ah. Kann nichts machen. Okay, mit komme ich nicht ran. Und komme ich nicht ran. Die Außen ist halt keiner zu sehen. Vielleicht hier hinten gleich. In der Ecke. Das ist aber ein EBR. Der ist viel zu schnell. Dann war's das. 447 gegen die 8er. Ein Treffer, 212 bei 225 Damage. Mehr ist nicht drin. Wir haben zwar noch zwei Fahrzeuge da draußen, aber auch die könnte ich zwar machen, weil die hier drinnen, die sind wir nicht. Ich habe jetzt hier eine Su direkt voraus. Ich kann hoffen, dass hier irgendwie an mir vorbeifährt. Bin der letzte Verbliebene. Er ist schneller noch, bevor ich hinten um die Ecke bin. Ertränken will ich mich nicht, ich bin nur hier dahinter. Ah! Scheiße! Jetzt komme ich auch nicht mehr rauf. Ach! Plan war einfach hier dahinter zu fahren, aber okay. Ja, das war blöd. Ich dachte, ich könnte da drauf, wusste es nicht. War keine Absicht. War absolut kein. Wer mich kennt, der weiß, es ist keine Absicht. Ich dachte wirklich, ich kann da drauf fahren. Mich hinterm Stein verstecken, damit die alle vorbeifahren. Hätte mir zwar auch nichts gebracht, aber die wären dann wahrscheinlich in die Fahne rein. Hätte ich die Fahne durchaus blind beschießen können. Schade. Naja, bestraft mit 300. 60 please, Jovan. Da musst du jetzt kurz warten.
Moin Horst. Blöde Karte, ich weiß nicht, wo ich mich hinstellen soll. Das war unabsichtlich. Ich wollte noch da hinten um die Ecke fahren, rückwärts. Ja, passiert. Okay, hier vorne vielleicht, das bringt aber auch nichts. Hier hinten dann vielleicht, dass wir dann da hochkommen. Da müsste ich aber, glaube ich, da vorne stehen. Und das ist schon viel zu nah da oben an der Ecke. Also im Endeffekt, ich weiß nicht, wo ich mich jetzt hinstellen soll, so richtig. Ich glaube nicht, dass die anderen das wissen. Deswegen habe ich es nochmal hier am Stream erwähnt. Also was wollte ich nie machen, absichtlich. Ich wollte, wie gesagt, nur da hinten um die Ecke fahren, aber wusste nicht, dass das nicht geht. Jetzt weiß ich's. Aber wenn stehe ich schon mal da unten mit dem Panzer. Eigentlich nie. So, von hier müsste ich ja jetzt hier reinschießen können. Korrekt? Korrekt. Jetzt kann ich nur hoffen, dass die hier vorne gewinnen. So, also, jetzt fährt da keiner hin. Das wäre funny. Kommen wir nicht ran? Der Nachteil, er will sie um die Ecke kommen lassen. Ja, guter Plan. Es läuft noch nicht so, wie ich es gerne mir vorgestellt hätte. Weil KV2 ist hier dahinter, schießt Richtung Mitte. Hier vorne Churchill komme ich nicht ran. Weil irgendwas im Weg, der Berg. Fantastisch, kommen wir nicht ran. A46 vielleicht. Wenn, dann wird das auch ein richtiger steilischer Schuss. Was denn? Ja, würde sagen, sollten wir bitte umstellen, weil ich glaube, die fahren durch jetzt. Ich mache gerade Versuche in Richtung einer Mission zu gehen. Vom 279 Amis sind durch. Ich mache gerade jetzt die Koalition, das ist noch eine Mission, eben der Arti. Dazu brauche ich auch mindestens einen 8er Arti und die Grind versuche ich gerade zu grinden. Dann alles Stück für Stück, danach sind die Russen dran und zum Schluss dann die Deutschen. Oder erste Deutschen und zum Schluss die Russen, weiß noch nicht. Ich glaube, es erste Deutschen. Weil die sind einfacher. Gehe ich mal von aus. Hoffe ich. Jetzt kann ich auch noch nicht mal hochwirken. Hier kann ich auch nicht so richtig reinwirken, ja, wenn sie hier kommen. Jetzt kann ich auf den, aber ist zu spät. Verlieren das Spiel. Deswegen, Johann, fahre ich ja hier die gute alte Arti. Mich trennen noch grob 7000 XP von einer 7er. Das sind noch mal knapp 50.000, ne 100.000 auf die 8er. Dann kann ich die Mission dann zumindest versuchen. Ich habe jetzt auch keine Lust dahinter zu fahren, weil ich glaube, der ist gleich tot. Ja, eine andere Arti trifft hier rein. Das muss die EV sein. So, herzlichen Glückwunsch. Jetzt sind wir gleich blind. Die sehen wir gleich nicht mehr. Der erste, der sie sehen könnte, ist er. Und er fährt aber weg. Bekommen aber einen IKV. Was kann man da oben? Ach, der ist schon weg.
ist doch verdammt weit der Weg. Ob der die draußen sieht, ich bin mir da nicht so sicher. Immer noch ein AT, eine Zoom, völlig unentdeckt, 64 ist bekannt, Churchill, KV auch. Artis sind da hinten, das ist wurscht. Ich weiß nicht, ob ich offen bin, dank dem 64er. Auch noch extra drauf geschossen, weil weiß nicht, ob es das bringt. Jetzt 20 Sekunden nachladen. Ich würde sagen, Dead Game ist vorbei. Einzige, den ich vielleicht noch hitten kann. Der hat jetzt Punkti neu getroffen. So, das war's. Nochmal komme ich nicht zum Nachladen. Weil wenn der platt ist, dann, naja, holen sie mich. Na, wo geht der denn hin? Ich bin blöd, ich sehe sie nicht. Komm schon, Brücke müsste ich sehen. Alles, was über die Brücke fährt, müsste ich sehen. Wenn hier jemand über die Brücke fährt. Ich hoffe, ja. So, 819. Churchill zumindest angeschossen. Ein paar Mal ein AT. Naja. Mehr war nicht drin. Schade. So, zumindest 500 XP. Ich hasse es aber, wenn das so auf den letzten Metern ist, wo du dann immer gefühlt jedes Gefecht verlierst. Ich hasse das. Noch Blaupausen gab es, glaube ich. Ah, 64, nice. So, hier aber noch mal schnell für die 92. Warte, erstmal kurz, um dich auf den neuesten Stand zu bringen, was Kampagne betrifft. Allianz ist durch. Koalition, es ist, hier habe ich eine Marke drauf. Eine einzige Mission, brauche ich aber die 8er, eben die Arti. Und danach hier. Und danach geht es dann mit den Russen und danach dann mit den Amis weiter. Deutschen. Dann mal schauen. Vielleicht bekomme ich es ja. Jetzt fahren wir erstmal dein 260. Dass du dir gewünscht hast. Warte, warte, warte. Da haben wir es. Und danach heißt es weiter grinden. Grinden, grinden, grinden. Nicht die beste Karte, aber naja, was willst du machen?
Probiert es auch da hinten rum. Ich hoffe, dass wir den Berg haben. Oder zumindest keiner. Solange niemand den Berg hat, ist es okay. Hat ein Gegner einen Berg, naja, kannst du da hinten wegfahren. Weil da hast du keine Chance. Von der Schnelligkeit her könnte ich mal ganz kurz in die Mitte schauen. Irgendjemanden anschießen. Müsste eigentlich passen. Und ich glaube, dass die Artis dann schon eingeengt sind. Ah, bin schon offen. Sehr schön. T49. Das meine ich. Ich will das Rapkit Medipack nicht verwenden. Shit. So, hinten, der sollte noch nicht auf dem Berg sein, hoffe ich mal. Okay, jetzt kann unsere Artik mal reinschießen. Hinten wäre es ob direkt lang. Fantastisch. Stark gekettet, ich sehe aber keinen Einschlag unserer Arti. Panzerung! Levert auf einmal Panzerung, nice. Gegnerische Arti schlägt ein. Immer noch kein Unterstützungsschaden. So, jetzt da hinten mal draus gucken, ist tödlich, weil. Jagdpanzer. Den Hammer. Bin zwar geschützt vom Jagdpanzer, aber halt Arti nicht. So, gleich weiter Druck machen, weil da hinten kommen sie. Je mehr jetzt hier weg sind, desto weniger können uns nachher dann beschießen. Gehittet. Schade. Ja, das meine ich, hinten sind sie schon. T49er muss jetzt weg, so schnell es geht. Weil wir können es nicht vorne mit denen anlegen, während der hier einen Aluru auf uns schießt mit seinem großen Rohr. So, der ist nicht mehr. Im Hintergrund steht hundertprozentig oben ein Jagd, also irgendein Panzer. Rechts uns so weit, dass es geht. Ich müsste eigentlich zurückfahren. Ich muss eigentlich zurück. Alter! Bin ich jetzt doof zum Schießen oder was? Komm nicht durch. Und kommt bei der IS-3. Es gibt noch nicht mal Unterstützungsschaden. Endlich mal wieder ein Hit. Ich kann zwei drücken. Bei einer IS-3? Hallo, Horst. Ich aus, aber das ist kein Grund, Gold zu drücken bei einer IS-3 oder bei einem Löwen. Immerhin auf 2,5 konnte ich mich retten. Immerhin. Naja, ganz gut durchgearbeitet. Soweit okay. 2,5 ist okay. Ja, hätte mehr sein können, aber bei einer IS-3. Irre. Wahnsinn, hätte ich nie gedacht. So, wenden wir nicht an. Dann müssen wir behalten. 12, 11, 7. Na, bitter, ist egal. So, 45.000 noch 7.000. Grob. 54.000 und ich bin durch mit dem Ding.
Jetzt bräuchte ich nochmal einen richtig schönen Sieg. Irgendwas mit 1000 Damage, mindestens. Warte mal, wenn ich mich da unten reinstelle, kann ich auch da oben nicht drüber schießen. Weil so flach das heißt, ich muss doch jetzt hier oben stehen bleiben. Okay, komm mal nicht ran. Da hinten macht er bestimmt keinen auf. Oder? Der ist so schnell. Es wird nichts. Der ist schon safe. Der ist gut. Was? 89. Immerhin. Gab sogar ein bisschen Support. Nice. Sehr schön. Ich wüsste auch gerne, wie ich jetzt hier vorne reinschießen kann, Dirk. Müsste ich. Nicht da einen schönen Klasse. '89 Schaden, 1111 Support. Das gefällt mir. Sinnvoller wäre A4. Ja, ich muss aber. Ich will ja daran die Ecke. Zu kurz, aber könnte gestunt sein. Der müsste einschießbar sein. Weg. Ja, passt das irgendwie nicht ganz? Das fährt davor, das ist schlecht. Er muss zurück. Wieso kann ich jetzt hier nicht treffen? Scheiße, neben mir. Wo ist er? Da. Nee, dazu komme ich auch nicht mehr. 1200 immerhin, etwas. Hoffentlich gewinnst du das mal, dann könnte ich verdoppeln, dann wären das vielleicht 2000 XP, wenn ich Glück habe. Schönes Ding. Bei uns hier ein schöner an der E25. Der räumt doch auf, holt sich einen Krieger, wenn er weiter so macht. Zwei Arte, drei Arte sind ja da. Was für eine Stelle. Super Hellcat. Oder? Okay, könnte auch nur so sein. Es regnet ja ein schön hier. Ah, steht kurz davor.
Okay, mehr wird er wahrscheinlich nicht machen. Ist der AFK? Sieht zumindest dann raus, oder? So, bleibt nur Super Hacker. Die wurde das letzte Mal da hinten gesichtet. Müsste also wahrscheinlich hier oben irgendwo sein. Besser, wunderbar da. Geht wahrscheinlich noch drauf. Oh, hab die falsche geklickt, sehe ich gerade. Ja, so kann man Panzer halt verwechseln. Sauber, schöner Sieg. Okay, bei den Supportschaden würde ich sagen, 1000 XP sind wir sicher. Auch wenn ich frühzeitig gestorben bin. Das heißt, das Verdoppeln sind 2000 und dann brauche ich noch 5000 bei 2 Tagesiegen. Ist machbar. Sogar. Nice. 48.000. Komm mal, noch ein bisschen. Rein theoretisch 5-mal gewinnen und dann war's das. Einzig würde ich mir gerne aufheben, dann für den Tagesieg für Dings hier, für die nächste Maschine. Und dann könnten das 4.000-5.000 sein. Mit etwas Glück. Obwohl, ich schieße da mit dem kleinen Rohr, also mit der Kanone dann auf größere Gegner. Also theoretisch hinten in der Ecke, weil da sind ja die ganzen Heavies. Oder? Ja. Weiter vorne geht nicht, weil zu hoch. Hier hinten vielleicht. Oder? Gleich mal von hier testen. Computer sagt nein. Guck mal, hier kannst du reinschießen. Oh, bist du doch nicht artig safe? Hier auch, da, siehe da, geht doch. Wegen hatte ich sehe, bist du ja auch nicht. Aber die ersten müssten ja hier unten sein. Und hier sind sie jetzt artig safe. Komisch aus, aber jetzt komme ich hinten auch hin. Lächerlich, oder? Was sind 2 Punkte?
kurz. Fährt auch noch weg. Drüber. Dafür haben wir einen Löwen getroffen. Sehr schön. Ich glaube nicht, dass wir das hier gewinnen. Aber irgendwie verlieren wir die komplette Ecke hier. Endlich mal ein Hit. Hat auch ein bisschen Support. Come on, gib ihm. Jawohl, haben wir 500 bekommen. Ist schon mal ein Anfang. Haben wir nicht getroffen. Ich würde sagen, hier sind sie durch. Decker. Ja, bleibt noch die Seite hier. Da kommen wir nicht ran. Den auch nicht. Der stand doch hier, oder? Genau hier. Ah, da, okay. Kommen wir nicht ran. Nochmal auf jedes fragt dich. Ganz schön getroffen werden, weil Amis haben hier hinten recht weich eigentlich. Muss nur hitten. Das heißt nicht bewegen. Immerhin 320. Komm, die ploppen doch hier die ganze Zeit auf. Okay, zumindest dann. Ich verdrück mich immer, ich will immer raus aus dem Modus und da komme ich immer in die andere Ansicht. Weil ich jetzt ständig G drücke. Ich drops. Der Stück günstig. Aim doch schneller. Den brauchst du mir eben. Den kommen wir nicht ran. Dann wollen wir uns hier noch mal ein bisschen. Sehr schön. Königsangebot? Keine Ahnung. Gibt bestimmt Königstiger zu kaufen. Was?
Schade, trotzdem sehr schöne Runde mit 1768 kombiniert. Vielleicht schaffen wir ja noch ein bisschen irgendwo. Wenn wir den jetzt zum Beispiel stunnen, muten, was nicht geht, schade. Ich dachte, ich habe einen eigenen getroffen. Alter! Ich dachte, ich habe den eigenen gehittet. Ja, 10-10. Durch sind wir noch lange nicht. Können wir das noch alles verlieren, warum Pech haben? Das Schlimme ist, rechts von mir taucht gleich ein E25 auf, wenn ich Pech habe. Ich muss hier hinten lang fahren, es sei denn, sie schießt auf den TH-20. Nope. Hat mich im Visier. Ah, ich dachte, ich schaff's ins Wasser. Sehr schade. Dann würde ich sagen, da verlieren wir das Spiel bei E25, deckt der Kahn von uns auf. Und E25 Winter spielen. Schade. Knapp ist aber. So, warte, ich bin glaube da, Clement.
Naja, doch noch 1000 XP. Noch, komm. Und was redet ihr? Von, wo finde ich einen King-Tiger? Wo finde ich denn das? Ist das hier das komische hier, draußen auf der einen Website? Das Menü? Wo du ja ständig hier Punkte fahren musst? Bis Stufe 5 oder? Manche, also dieses Tank Reward oder? Da wird so ein Paket irgendwo. Irgendwo so ein Königspaket. Das habe ich schon mitbekommen. Deswegen wollte ich kurz fragen, wo finde ich das Königspaket? Ich kenne nur die Stelle von da oben. Nein, habe ich nicht. Okay. Immer diese reißenden Schnösel. So, hoffentlich trifft den noch jemand. Irgendwer? Schade. Hätte gerne ein bisschen Stun-Schaden gehabt. Ich wüsste nicht, wozu ich das brauche. Für dich ist das eine unvorstellbare Summe. Ich wüsste aber nicht, wozu ich Amazon brauche. Also, ich bestelle nahezu nichts eigentlich bei Amazon. Ich glaube, da hinten komme ich nicht hin, oder? Ah, alles rot. Solange er nicht aufhält, kann ich auch nicht schießen. Come on. Horst, ich mache trotzdem keine Amazon Prime. Die Panda? Fünfzig! Sau geil. Okay, jetzt wird es hart und stunnen. Fünfzig. Ich will auch nicht wissen, was ich da getroffen habe. Dass ich da eine 50 mache. Ne, es geht doch hier, ich schätze mal eher in die Ketten oder so. Dass er das alles komplett absorbiert hat. Bei dem stand keiner davor, das hätte man doch gesehen. Also die hätten doch gesehen, wenn da vorne einer gestanden hätte. Schon ist verschwunden. Ja, aber ich denke mal eher, das war ein Bug. Weil wenn vorm Defender einer gewesen wäre, das hätten die doch gesehen. Also ich schieb das mal hier auf den Back hier. Ah, der ist weg, noch bevor ich.
Dreck. Kam nicht an. Irgendwo am Berg. Das heißt 347, 74 Schaden. Naja. Zumindest ein Sieg. Sollen das 800 sein. Mit etwas Glück. Na, ah, schade, hat repariert. Jetzt wollen wir gleich sehen, ob ich irgendwas getroffen haben sollte, könnte. Weil ich nicht glaube. Weil es hat einen Sulfitanwert, kann vorm Defender stehen und danach invisible. Moin, Yugi. Tun wir auf jeden Fall wieder bin. Kommen auf 2,6. Okay. 5,2. Einen Sieg, einen Tausender. Oder halt zwei Niederlagen, a 500. Tja, hier gibt es fettes Arty-Gameplay. Weiß nicht, ob ich nach oben oder hier unten bleiben sollte. Oben ist, glaube ich, besser, oder? Hier oben an der Ecke. Weil, falls hier unten zusammenbricht, habe ich jetzt ein bisschen Schutz. Aber da rechts kann ich nicht wirklich wirken. Weil das sind sehr viele Mates. Progetto, Indian, Super Pershing, Eagle, VK, wie sie alle heißen. Hier so hin irgendwo. Aber ob das was wird, schon leicht fraglich. Zu kurz. 7 Sekunden ist dann. Zumindest 138 extra. Immerhin. Und dann. Wenn er nochmal auftaucht. Okay, das ist schlecht. Das Schlimme ist, den muss ich jetzt treffen. Sehr schön. Der ist raus.
Städte kann man nicht ran. Mir fehlt was. Ah, der ist weit hinten gelandet. Okay, Inti noch hier vorne. Sieht gut aus. Zumindest sieht mir sich. Ja. Ich würde sagen, linke Ecke bricht. Kommt das raus? Hammer. Zumindest ein Kill. Sehr schön. Kommen wir schon mal auf 900. Das könnte durchaus reichen, um diese Maschine abzufertigen. So, bleibt noch nur so. Die muss ja hier hinten sein. Würde ich gerne stunnen. Mist. Und der geht auch noch Meilen weit daneben. So, reicht das für 1100? Ich hoffe. Jawohl, sogar 1006. Einen habe ich noch übrig. Fantastisch. Damit ist diese Maschine abgefertigt. Dann willkommen auf der Sima. So, gleich die Sechser verschrotten. So, wir kommen in den 7er Bereich. Wo ist er? Kann man gleich was einbauen? Nope. Ah, da. Wo ist denn das Gewicht? Ah, da oben. 2,6, alles klar. 2,6. Okay, dann brauche ich keine Ketten. Heißt 14.000 XP jetzt. Wird eine Weile dauern. Ernst? Was? Der Ansetzer da. Ja.
sagen, wo die ist. Vielleicht noch ein bisschen Tarnung. Jetzt so fertigen Stil, den Busser, den man mieten kann. Okay, das ist eine Menge. Jetzt nicht mehr ganz so viel, immer noch 100.000. Ich habe die falsche in der Motor, nee. 40.000, okay, knapp 60.000 XP, dann bin ich auf der 8er. Sieht doch gut aus. Ich hab's überlegt, war mir nicht klar, nicht zu 100%. So, auf 14.000 eine Kanone. Und dann kann ich, glaube ich, schon mit freien Erfahrungspunkten raufspringen auf die 8er. Mal gucken, ob wir das heute hinkriegen. Und dann könnte ich an die Mission anfangen. Aber 30 kritisch in 10 Gefechten? Ich denke mal, wird eine Weile dauern. So, wir kommen auf der 7er. Jetzt spielen wir schon gegen 9er. Yeah! Immer noch das kleine Rohr drauf. Aber das stört ja nicht. Immer Nachladezeit 24,7. Dafür ist das Ding jetzt größer. Angeblich 700 Schaden in etwa. 39 mm. Bin immer gespannt. Fehlt aber noch nicht für einen Auftrag. Was sehr, sehr schade ist. Ich hoffe gleich auf einen richtig schönen Tagessieg. So 5.000, 6.000 XP. Das wäre so angenehm. Ich meine, jetzt bin ich auch mal groß, statt klein. Aber groß ist ja nicht alles. Okay, kommen wir nicht ran. Ah, zu kurz. Wenn ich hier nachgeladen habe, sind die unsichtbar. So schnell gehen die auch nicht nochmal auf. Okay, unten haben wir ein... Sehr schöne Runde. Nach 687 Tagen weiß er schon, wie man countert. Nicht schlecht. Das ist gut. Das glaube ich aber nicht. Das bezweifle ich. Aber nicht nach 687 Tagen. Tja. Ich hoffe, dass das kein Sieg wird.
Dann wäre das ein richtig guter Tagessieg von noch nicht mal 100 XP, oder? Nee, doch, 200 müsste ich mindestens bekommen dann für den Tagessieg, das wäre richtig scheiße. Ganz einfach, ich mache einen Versuch, einen Auftrag für die Koalition 279-Reihe. 30 kritische Treffer in 10 Runden. Ich habe es kurz mal einen Tag probiert mit der Lore, mit STR, mit diversen anderen Maschinen. Ergebnis war nicht so dolle. Ich hatte mal 2 so im Schnitt pro Runde, wenn ich Glück hatte. Und deswegen halt ziehe ich mir gerade eine Arti hoch, mindestens für den 8er Bereich, damit ich halt diesen Auftrag erledigen kann. Ich diesen Auftrag erledigen? Brauche ich nur noch 3-mal erste Panzerklasse erfahren. Kann da auf diesen Auftrag bleiben in der Hoffnung, dort nochmal 3 Panzer also zu machen, um 2 Marken zurückzubekommen und kann mich dann in Augen den nächsten Stammbaum des 279 kümmern. Um dann das 279 freispielen zu können. Das ist der Plan. Deswegen Arti. Yogi, das ist alles. Nur deswegen. Weil ich die Fort 155 nicht habe. Dann EBR. Hä? Mit dem EBR treffe ich nichts. Kein Scheiß, mit dem EBR treffe ich nichts. Doch, ich treffe schon mit Panzern, aber nicht mit dem EBR. Da bin ich weit, weit, weit hinten mit dem Ding. Es riecht nach einem Sieg, was blöd ist, weil damit ist der Tagessieg weg, damit ist der Bonus mal 2 weg und. Ist ein bisschen blöd. Egal, einmal darf ich auf jeden Fall verdoppeln. Dann habe ich jetzt auch mindestens 1000 XP für den Tagessieg. Schauen wir mal. Vielleicht verlieren wir es ja doch. Mit etwas Glück. Das traue ich an zu. Nee. Yugi, vielen Dank für das Angebot. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank, aber nein. Wenn, dann will ich die Mission alleine schaffen. Weil das sind ja meine Mission. Immerhin, das ist Spielspaß im Spiel und eine absolute Herausforderung. Nicht jede Mission, aber gewisse. Gerade bei den Russen, die eine Mission, die, da frage ich mich, wie ich das machen soll. Spielspaß? Ja, irgendwo schon. Weil sonst ist es ja nur rausfahren, grinden und so ist es mal wenigstens. Geh mal raus und mach mal genau das Ding. Deswegen. Man darf gespannt sein. Ah, es wird ein Sieg, verdammt. Okay, bei dem passiert nicht viel. Ah, es wird ein Sieg, Dreck. Ich habe einen Amix Heavy, aber ich glaube nicht, dass das klappt bei dem mit Grit. Haben Horst und ich schon letztens überlegt am Mittwoch, aber habe gesagt, ne, bringt nichts. Ja. Bei dem HE, was ich schieße, ja, da bleibe ich lieber auf dem Plan mit der Arti und was durch ist durch und fertig. Das ist kein Spaß. Yogi, das klappt nicht. Pass auf, ich mach's gerne. Ich setze mich gerne hin und mach das. Ich glaube nicht, dass das klappt. Wie gesagt, ich trete gerne dieses Beweise an. Das ist, ja. Wenn es klappt, schön, aber ich persönlich glaube nicht daran. Nicht im geringsten. Warte, da brauchen wir bei beiden mehr HE. Ich denke mal, mehr kriegen wir eh nicht raus.
Jetzt kann ich die Mission nicht resetten. Weil hier Amis ist ja abgeschlossen, Koalition ist ja nur der Auftrag, weil hinten diese erste Klasse sollte recht schnell gehen eigentlich. Dann bleiben noch ein paar Russen und dann die kompletten Deutschen, die machen wir dann zum Schluss. Wo hier bei den Russen, das sind Aufträge dabei, da frage ich mich, was ist das hier? Der jüngste Verbündeten durchschnittlich 2000 Schadenspunkte zu spotten. Da freue ich mich schon auf die Mission. Wehren sie 8 Treffer ab, geht das glücksabhängig. Verursachen sie meist dritthöchsten Schaden, das kriegt man hin. Zerstören sie die meisten Fahrzeuge. Ist einfach, ist wirklich grundlegend einfach. Ich glaube, werde ich eine Weile dran sitzen. Und dann machen sie mindestens 3 Mal hintereinander. Das wird auch ein bisschen knifflig, aber ansonsten ist es machbar. Definitiv. Von Russen. Auch wenn ich da erstmal hier oben bei den Russen hier aus der Chimera die Marke zurückhaben möchte. Einfach nur 3000 und einen Krieger. Und das nur eine Frage der Zeit, weil ich will die Marke haben. Je mehr Marken ich habe, desto besser ist es. Ich fahre mal noch schnell in Russen, einfach so aus Spaß. Vielleicht gelingt mir ja Krieger. Per Zufall. Ich habe einen Leo 1, aber ist trotzdem schwierig. Ich danke für das vorausgesetzte Vertrauen, das ist nicht das Thema. Aber ich weiß, was ich mir zutraue oder nicht. Und die Missionen sind weit über mein Niveau. Also, ganz schön herausfordernd. Muss ich nicht erst die Mission resetten, Olvi? Deswegen warte ich, bis die Adi wieder da ist. Weil ich jetzt nicht resetten kann. Wie gesagt, ich danke für dieses Angebot. Ich danke wirklich, aber das mache ich nicht. Auf keinen Fall. Wenn, dann will ich es selbst schaffen. Schon offen. Wir haben uns gesehen auf der Seite. Ich schätze mal in 1-2 Jahren kommt dann eine, worauf ich persönlich warte, ist mal hier, dass man diesen T22 Meteor mal irgendwie freispielen kann. Weil den haben sie ja noch im Petto. Müsst ihr die Art hier nicht treffen? Kolle trifft. Nicht durch. Komme ich nicht ran, Halldown, andere kann ich besiegen. Gibt es auch immer Unterstützungsschaden, das ist toll. Ja, den gab es ja beim Herrschaftsmodus. Dann haben sie ihn ja rausgenommen, beziehungsweise so viele zurückgenommen. Und dann hieß es doch, glaube ich mal, auf eine andere Art und Weise sollte der irgendwann mal erspielt werden. Bis heute ist er ja nicht da. Also bisher kann man den nicht erspielen und deswegen halt. Vielleicht bringt es den ja mal. Kommt durch.
Kein Kill, aber zumindest raus ist er. Verlieren hier immer mehr Boden und hinter uns ist noch Teil. Wunderbar. Nirgends voran an die fette E7. Bitte wir immer noch Type 5. Schuss habe ich glaube ich noch, dann kommt wieder der Amix. Ah, komm nicht ran. Okay, 2-7. Okay, deswegen hat die Won für 1300. So, kurze Kampagne unter realistischen Bedingungen mal ganz kurz resetten. Warte, also nicht? Ja. So, jetzt mit den AMX M4, der einzige schwere Panzer, den ich habe, und um die HE kritische Treffer verursachen. Kritische Treffer sind alles intern, das heißt jegliches Besatzungsmitglied, Funkgerät und Munilager. Das sind die einzigen Sachen. Bei dem Rest. Loop. Mit einer Artillerie geht das relativ flink eigentlich, weil du da meistens zwei, drei Ziele gleichzeitig hast. Ab einer gewissen Crew und so weiter und so fort. Hier mit dem Ding ist es, naja, fraglich. Es hätte ein richtig schöner Panzer sein können, aber die Mütze ist halt Katastrophe. Man hat einen schönen Turm, soweit nicht, aber die Luke ist einfach zu hoch. So, 30 kritische. Bin ich mal gespannt. Das sind 3 pro Runde. Bei 9 Sekunden Nachladezeit, das ist enorm. Wie gesagt, ich hatte schon überlegt, mit der Fach B zu machen. Aber hat doch gesagt, das bringt nichts, Käse. Und die 155 habe ich leider nicht im Schrank. Was sehr bedauerlich ist. Das hast du nicht die fette Gun. Das ist doch die fette Gun. Er hat doch nur die eine. Oder hat er noch eine andere? Hat er noch eine andere oder was? Alles klar, dann spielen wir ganz normal runter, das Gefecht, ganz normal. Und nehmen dann die andere Kanone. Seit wann hat er eine andere? Schon immer. Dann bin ich ihn sehr lange nicht gefahren. Ich glaube nur 2 Runden oder so. Er stellt sich hin, ja, will drauf schießen, dann doch nicht. Fährt er nämlich weg. Kommt ein anderer noch rein.
die Chance jetzt, um zu pushen. Maus könnte uns da hinten tatsächlich aufhalten und naja, der Rest mal abwarten. Schon nochmal die Treffer. Das ging schnell. Ah, nicht hingestellt. Bitter. Gibt aber keinen Sack. Ich kann sie nicht ketten! Ich kann die Maus nicht ketten! Alter! Wo gibt's denn sowas? Null bekommen von der Maus. Hiervon haben sie alles unter Kontrolle. Ich würde gerne unten noch ein bisschen mitmachen. Ach, nur Frax hier. So, ihr 100 schon so gut wie down. Ja. Bin stark begeistert für die Panzer. Oh, zumindest ein Kill. Immerhin ein Kill. So, hinten sind zwei durch. Wir haben aber hinten noch einen TNC-D3 und Skoda. Vielen Dank. Oh, gern geschehen. Bekommt die Kanone nicht nach oben? Das war's, 1500. Naja. Oh, komm, ich geh kämpfen. Ich könnte die Maus nicht ketten. Sehr schön. Kanone zu gering. Du kommst nicht durch bei der Maus. Die Ketten sind zu stark gepanzert. Ja, zumindest gewonnen. Gleich nochmal resetten, dann gleich das zweite Rot mal draufschrauben. Aber ich muss mal das freispielen. Wahrscheinlich, oder? Weil dann habe ich das nämlich noch nicht freigespielt. Weil dann war das ein reiner Staubfänger für mich. Mal erstmal ganz kurz nachgucken. Da kommt's hinten, warte, warte. Kurz vor Doppeln, 6000. Ein paar freie Erfahrungspunkte für 5000, ja, komm. Und jetzt haben wir das große Rohr. Puff, muss reichen. Der geht ja gerade nicht. Okay, halt, verlassen, nochmal resetten. Bei Wender nehmen wir jede Runde mit. So, mit Sprengmunition. Schauen wir mal.
65 mm. Okay, also dann sagst du, damit klappt's. Da bin ich mal gespannt. Und auf 77 Schaden seitlich drauf, na, Kette getroffen wahrscheinlich. Dadurch die Lücken schießen, das Ding der Möglichkeit. Das nochmal. Shit. Mist. Immer noch kein kritisch. Ah, das ist doch mal, ist klar. Soll ich mal ist nicht, weil super kommt er. Und schieb. Kommst du nicht durch hier? Unsichtbar. Steht da drüben, ist unsichtbar. Kann halt nicht sehen. Richtig blöd, die ganze rechte Ecke ist weg. Hat zwar gescheppert auf dem Turm, aber... Bisher nur ein Crit. Von der Perser. Nein, das sind nicht Momente. Das ist hier kritisch Schaden, interne Module und bla bla bla. Kommt nicht raus. Auch kein Crit. Auch kein Crit. Kassier aber eine 400er. Auch kein Crit.
Aber dann müsstest du doch auf dem Turm eigentlich nach innen scheppern. Auch kein Crit. Auch kein Crit. 91. Wow. Das war ein Crit. Zwei Crit. Sollte vielleicht ein bisschen mehr HE da mitnehmen. Zwei Crit. Kein Crit. Gerade überlegt, ob ich unten noch die Shotpanzer umschieße, aber naja. Drei Crit. Drei pro Runde müssen sein, mindestens. Eine HE, ich hätte gerne noch einen vierten Crit, zumindest einen Vorsprung. Ich glaube nicht, dass der mir einen gewährt hier. War zwar Crit, aber halt äußerlich. Muss dann aber definitiv mehr HE mitnehmen. Und es dauert verdammt lange. Genau in dem Moment. So bleibt noch die Arti. Hätte aber nicht gedacht, dass ich hier 15 Schuss rauskriege. Also gerade so. Ich hätte jetzt schon ein bisschen mehr erwartet. So 10, 15 Crit wären besser gewesen. Ja, ich erwarte mit einem HE-Schuss einen Crit. Ich weiß aber nicht, wie man so speziell schießen muss, um halt zu critten. Wahrscheinlich Luke, aber mit der Distanz so treffe ich nicht. So, zumindest ein Kill, aber kein Crit. Macht schon mal 3 von 30 in der ersten Runde. Kette. Kette Richtschütze. Ladeschütze, Kette Kettiger. Treibstoff. Komm, lass mal 5 Gold und den Rest hier alles. Hi. Nur für die Gefechte, die wirklich extremst lange andauern sollten. Man weiß es ja nicht. Schade, dass halt nur die internen zählen. So externe wären natürlich auch dufter. Meiner Meinung nach, aber naja. So, Türmchen, ihr Baller. Mit Haie. Bin immer gespannt.
glaube, ich hau dann gleich noch Ration rein, damit Tick schneller ist, das Ding. Gerade was Nachladen betrifft, sollten ja zumindest 1,3 Sekunden sein, laut Papier zumindest. Und das Hai. Aber hatte ich innerlich nicht gekrittet. Immer noch nicht. Der ist schon geplatzt, das heißt, wir sind schon so gut wie am Durchrollen. Da hätte ich jetzt gedacht, dass es passt. Gerade so ein Leo. Für ihn so eine fette Explosion. Nope. Unterstützungsschaden, alles soweit okay. Maus, da wird doch nicht viel passieren. Das gar nicht abzuhauen. Immer noch nicht. Daneben ist der Leo, das ist gut. Jetzt nicht mehr. Dass der B auf mich wirken kann, ist echt blöd. Kein interner kritisch. So, das B ist weg. Macht die Art jetzt, naja, ich bin jetzt attraktiver zum Treffen. Kein Crit, schade. Dumm geschossen ohne Ende, aber wie gesagt, ich bin davon nicht überzeugt. Ist egal, ich mach gerne noch eine Runde. Ich glaube, in der Arti passt das eher. Weil da machst du ja dann rein, dann splash und da erwischst du fast immer Ladeschützen, Lichtschützen, Funker, irgendwas hier immer da, was du da triffst. Gerade beim Leo hätte ich gedacht, dass ich da Motor zumindest mal erwische. Eine Religion? Wie Religion? Hä? Mission, Proxy, Missionen, 30 Crit in 10 Runden. Erste war okay, jetzt die Runde war nicht so doller, aber minus 3 kann ich noch verschmerzen. Heißt, bräuchte ich jetzt im nächsten 3 Spielen mindestens 4 solche Hits, um das wieder auszugleichen. Aber schauen wir mal.
alles Tier 8, 9, 10 sein muss, Proxy. Man macht das mal im Tier 8, 9, 10. Da wo jeder zweite Panzer Schott, Scheibenpanzerung, hochexplosive Keramikpanzerung, Panzerabwehrpanzerung hat, macht das mal. Ersten Salat. Und das ist auch der Grund, warum ich dann eines Tages einen Objekt 7-9 fahre und du nur davon träumst, Proxy. Ja, das war jetzt fies, aber ist egal. Mir nicht. Genauso wie 20.000 anderen, wären auch cool. Hatten wir doch gerade das Thema. Da hatten wir doch gerade das Thema, Proxy. Und dann drehen wir uns dann wieder im Kreis. Wollt ja die ganze Zeit eine Adi hochziehen und man sagt mir, nee, ja, das geht. Jetzt machen wir kurz das Ding, um zu sehen, dass, nee, geht nicht so. Und dann fahren wir weiter Adi, weil damit kann es ja dann gehen. Bis dahin, machen wir mal. Weil vielleicht klappt's, wer weiß. Ich probiere zumindest irgendwo hier so Außenlugen so anzuvisieren. Weil rechts, da sitzt ja meist Dings drin, der Lichtschütze. Die Runde war auf jeden Fall eine Niete, was schade ist. Leo schön getroffen mit der 600, das ist gut, das ist angenehm, das ist okay. Aber schade, halt kein internes Modul. Bestimmt nur mit der Kette. Ja, der ist down. Ich glaube, da war er AFK. Ich habe die ganze Zeit die Arti gemacht, ja, und da kam jetzt Jugend und sagte, nee, hier, Amix, mit großem Rohr, bla bla bla. Und sagt, hier, bin davon nicht überzeugt, dass das so klappt, deswegen halt, also ihr wurscht, jetzt machen wir es mal 10 Runden lang. Vielleicht klappt's ja. Aber wie gesagt, ich habe kein Vertrauen in der HE. Das ist alles nur Alibi-HE, was ich mit habe. Noch geblockt, das ist soweit ganz gut eigentlich. 1400 Schaden, naja. War eh. Obwohl, es hätte Munilage sein können, es hätte keine Ahnung was sein können, verdammt. Naja. Also sag mit Arti. Mit Arti ist da am einfachsten, geh ich mal von aus. Dann ab zur Heavy Line. Ah, ich will da ja nicht hin.
glaube, ich bleibe eher hinten stehen. Das bringt, denke ich mal, ein bisschen mehr. Zwei Mäuse. Das war ein Harti. Okay, Tier Nummer 10 kommt schon mal nicht. Weil man es nur die Mäuse. Der ist da oben, kommen wir nicht ran. Oben sind die Mäuse. Dann kriegt's. Ich glaube nicht, dass das was klappt. Vielleicht seid ihr oder von hinten. Schöner Hit. 129. Okay, der geht drüber. Er zeigt mir gerade, wie es richtig geht. Das war jetzt ein bisschen die Kommandantenlucke, also Luke, aber ja. Wenn das eine Luke war da oben, was ich stark bezweifle. Steht über dem Batscher da, sehr schön. Immer noch kein Crit. Versammelt. 1800 Block ist gut. Das ist richtig duft, das ist richtig angenehm. Geht Kilometer weit drüber. Sehr schade, hier vorne sind wir jetzt durch. Jawohl, bleiben noch Mäuse, Batscher im Hintergrund. Immer noch kein Crit. Sehr schade. Von drei nicht drauf schießen. Ja, schön, dass Arti kommt. Kommt auch die Kanone nicht runter. Leid fährt durch. Gönnt sich jetzt Spaß. Und Bodenwanne kann man. Und immer da. Panzerung! Okay, das waren jetzt drei Runden, drei Crit. Ich muss jetzt schon resetten, weil nicht mehr möglich. Ich bin auch nicht überzeugt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, schlechte Gegner. Ein bisschen Glück gehört dazu, aber wie gesagt, langfristig gesehen bin ich nicht überzeugt mit Namix. Nicht im geringsten. Ich glaube, es ist eher mit der Arti angenehmer.
Deswegen gebe ich das auf hier mit dem Dings und gebe drauf ein Dings drauf hier auf den, sag schon, wie heißt der hier? Den Amix. Ja, Amix hier, Zati. Immer ein Tagessieg ist schon mal drauf, das ist gut. Ich brauche noch Adam Riese, 14.000. Warte, kann man ja so machen. Für 900 Gold, nope. 22.000. 22.000 XP. Ja, die fällt Montag, die Achter. Das heißt, dann am Montag dann, der ist auch nicht gut. Montag, oder? Es geht nicht ums Gute, es geht einfach nur um dieses Crit. Alles andere ist egal. Und zum Kritten. Okay, in der ersten Runde 3, das war gut, das war okay. Zweite Runde, ja, ein bisschen Pech. Jetzt dritte Runde auch ein bisschen. Naja, bin davon nicht überzeugt, dann bleibe ich lieber bei der Arti. Ja, es sieht grausam aus mit der Arti. Ja, es ist Katastrophe, schrecklich, warte mal. Hier Boost, ja doch, kann man noch reinhauen. Für knapp eine Stunde. Sieht grausam aus, wie ich mit einer Arti spiele, aber naja, tut mir leid. Geht nicht anders. Ich setze komplett meine ganzen Hoffnung eben auf die Arti, so 8 und 9er, spätestens dann die 10er. Und ich bin schon zuversichtlich, das eine 8er zu schaffen. Fahre ich dann extra mit Ration. Okay, 22.000 XP und dann ist das Ding weg. Das heißt theoretisch eigentlich Montag. Es sei denn, ich schaffe jetzt 20.000 drauf. Schauen wir mal. Das spielt keine Rolle. Es geht nur darum, dass ich dann mindestens 3 Crits pro Runde schaffen könnte. Mit ein bisschen Kartenglück. Weil dann wäre diese Mission weg. Dann 20 Runden hier Lorraine zum Ruhr fahren. Oder halt SWR. Hier Panzerklasse 1 einpacken. Und dann geht's rauf zum Russen. Dann die Russen abfertigen. Und danach wird's dann spannend. Die Deutschen. Und sobald ich die durch habe, Panzer. 279 im Schrank. Ich bin zuversichtlich. Ich bin echt zuversichtlich. Aber ich glaube, bei den Russen brauche ich definitiv noch ein Leid. Könnte ätzend werden. Weil den muss ich ganz von unten grinden, ich glaube von Stufe 3 oder so. 3 oder 4. Okay, dann auf gut Glück rein da. Und hoffen, dass wir nicht gecountert werden. Schade, dass es hier nicht schon ab der 7er gilt. Dann müsste ja schon passen. So rein theoretisch müsste ich ja nur diese Ecke hier unter Beschuss nehmen. Vorausgesetzt, wir sehen da jemanden. Wonach es derzeit nicht aussieht. Ah, zu weit rechts. Na doch, sind doch Fahrzeuge.
Jetzt haben wir keinen Scout da draußen. Ah, nice. Jetzt müssen wir warten, bis sie kommen. Die gehen erst hier vorne auf. Ob der schon hier drin steht? Ich eingeengt habe, ist Weihnachten vorbei. Jetzt taucht er auf. Ja, ist zu spät. Der ist weg. Dreck. Er weiß noch nicht, dass er offen ist, oder? Komplett drüber. Ja. Okay, weglaufen. So, Challenger ist weg. Hier vorne kommen wir nicht ran. Hinten sehen wir nicht mehr. In der Stadt können wir auch nicht reinwürgen. Steht 6-2, 0 Schaden, nichts getroffen. Wird wahrscheinlich ein Sieg. Das ist toll. Freue ich mich fürs Team. Hätte gerne mitgespielt. Aber naja, man kann halt nicht alles haben. Müsste sogar offen sein. Danke. Aim. Keiner trifft. Tja, drei blinde Artis, nice. Null Runde. Aber immerhin überlebt. Das ist auch was wert. Müssen hier an dem Bereich hier um sein, die Artis. Den kommen wir nicht ran. Selbst wenn die jemand aufmacht, das dauert viel zu lange, ehe der Schuss hinten ankommt. Okay, er sieht schon mal hier keinen. Brauchen wir ein Stück. Nice. Sehr schön. Wer hätte das gedacht? Eine Nullrunde? Na sowas! Das sollte trotzdem, ich denke mal, 700 XP geben, weil für das Durchhaltevermögen. Lächerlich. Okay, Crew ist noch nicht auf 100%, das sind glaube ich so um die 80, 85. Ach Mist. Sogar fürs Nichtstun. Nice. Geben Sie 50 Fahrzeuge? Ja? Ist das ein Auftrag? So, nichts getroffen. Aber 800 XP. Das sind nach Adam Riese jetzt grob 30 Gefechte, wenn das so weitergeht. Was ich stark nicht hoffe. Ach, wisst ihr was? Komm, wir kürzen den ganzen Weg ab. Da lade ich halt mal 10 auf. So, bam. Zack, drauf. Wir kommen auf der Achter. So, wir kommen beim Auftrag. So schnell geht's. So, fertig. Halt. Den verkaufen. So, wir kommen klar auf der Achter. Alles gut. Alles okay. So, wo ist er? Da.
Hier, sei Roberto, wie kann ich helfen? Ja, ich bin da. Ja, darf ich? Ich darf. Ich fahre nachher 18:30. Ich wollte am Mut eigentlich zu dir. Ach so, das ist ja schrecklich. Ja, danke. Und ich kann auch zu dir kommen, so ist nicht. Weil tanken muss ich eh. Und da ist ja die komische Aral, da sind wir recht günstig gerade, habe ich gesehen. No? Na hier, die Aral. Ne, hier gegenüber, wie nennt sich das hier? Das ist keine Ahnung, wie die heißen. Die nennen das Ding einfach Aral. Da hinten bei Lidl, da, Digga. Nicht die blauen. Das hier war rot-rötlich. Doch. Aber da muss ich mich jetzt ganz schnell anziehen. Halbe Stunde. Alles klar, krieg ich hin. Nee, das halt nicht. Wahrscheinlich. Viel Spaß hier. Dann ist die Zeit hier schon. So ein Scheiß. Krieg gleich Besuch. Eine halbe Stunde. War nicht so angesetzt. Wieso passt nichts drauf? Lass mich raten, Ketten. So, Munition voll. So, wir brauchen Ration für den Anfang. Wo sind sie? Hä? Bin ich blind? 10% Boden ist, Musterleistung? Besatzung, klar, Hammer. So, wir brauchen. Ja, komm, gib hier Ersatzhergisten und Erste Hilfe. Wieso passt hier nichts drauf? Ist doch bestimmt. Habe ich mich nicht muted? Scheiße! Habe ich ganz vergessen, Foxy. So, umspringen. So, Auftrag resetten. Aber ab jetzt gilt der Auftrag. 10 Runden, 30 kritische Treffer. Muss man irgendwas hitten. Bin ich mal gespannt. So, halt muss ich dann Feierabend machen. Geht nicht anders. So, willkommen auf der Lady Love. Was? Willkommen auf der Lady Love. Bin ich mal gespannt. Ist aber kurz das Rohr. Das ja. Guck dir das an. Okay. Der Auftrag zählt. Also von jetzt an. 10 Runden, 30 Treffer. Danach nur noch hier erste Klasse erfahren dreimal. Und dann ist die Koalition abgeschlossen. Das heißt, da gibt es einen Russen. Aber da habe ich keine Lust auf den Leid. Aber da muss ich mal gucken, wie ich den ergaunere. Warte, wir bleiben gleich hier in der Ecke. Das Positive ist, dass ich dann schon ein Startmodell dann für die andere Mission habe, falls andere Missionen kommen sollten. Das ist der Vorteil. Ich nehme den Busch hier da hinten. Ich glaube, das funktioniert. Ja, hat mich nur 1000 Gold gekostet. Aber okay. Was macht man nicht alles für die Mission? Jetzt heißt es nur treffen, das heißt auch wirklich hier jetzt die Taste verwenden. Problem, Crew ist noch nicht auf 100%. Deswegen bin ich bei den ersten 20 Gefechten ein bisschen skeptisch. Aber ist doch besser, oder? Kann ich noch mehr aufmachen? Nochmal? Kommt schon. Okay, rechte Seite mache ich mir Sorgen. Da haben wir nur zwei Fahrzeuge.
Nein, zu kurz. Das heißt jetzt einfach nur spielen, weil es nur eine Frage der Zeit innerhalb dieses leichten Grindes, wo das dann klappt mit der Mission. Den würde ich gerne holen, den Ami. Bitte mach die nochmal auf. Erste Crit. Geht doch. So. Zwar nur 100 Schaden, aber das ist egal. Hauptsache der Crit passt. Heißt einfach auf alles knallen, was da ist. Ja, knapp. So, auf jeden Fall die Ketten, danach Motor und so weiter und so fort. Motor hier, Kanone. Und dann einfach mal gucken. Ich glaube, die 10er wäre am besten, weil das sind ja dann drei Schuss, die hintereinander drauf treffen und um die 35, 40 Sekunden ja dann nachladen. Come on. So. Ja, richtig gut, die zu hitten. Aber ich glaube, die stirbt, bevor ich auch nur annehmen kann. Ja. Dann nochmal schnell in die Mitte gucken. Oh, jetzt ist da drüben Scorpion. Ist zu spät, wir bleiben auf den hier. Na! Ah! Trotz Ration bremsen die. Also rechts Berg scheint ruhig zu sein. Ich müsste eigentlich mal einen Blind Shot da hinten in die Ecke machen, weil da sitzt bestimmt irgendwas drin. Oh, 8 Sekunden, das heißt, er geht vorher zu. Alter! Ich dreh durch! Ich dreh mich nicht. Komm an. Okay, Frau Kati am Motor vorne, glaube ich. Auf 15 Sekunden. Ah. Come on, jetzt bin ich. Ach, jetzt bitte. Komm, irgendjemand näher. Hier 6. Sehr unentschlossen. Treffer. Crit, aber nicht so ein, wie ich gern hätte. Schade. So, jetzt sehen wir den Zenturion. Die leuchten ja doch dann ab und zu mal. Die Richtung, die Richtung. Jawohl, so. Ach, der ist schon weg, okay. VK zeigt den Arsch. Schön seitlich. Na, ah, fährt zurück. Auch da triffst du dann. Da triffst du perfekt. Wenn noch nicht da ist. Okay, 6-2. Runde ist fast rum. Ein Crit. Mir war schon klar, dass es ein bisschen länger dauert. Ein Crit, schade. Haus ist zumindest weg. Ein bisschen Unterstützungs-Support eingepackt. Die müssten es eigentlich sehen auf freier Fläche. Ich würde mal gerne hier auf den Amerikaner schießen.
Würde den jetzt immer das perfekt treffen. Nope. Fehlt irgendwie noch die Power dahinter, hinter dem Rohr. Also, hinter dem Schuss. Haufen Einstiege. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Aber irgendwie treffe ich keinen. Aufgehen sie auch nicht. Ja, hinziehen will ich jetzt nicht, dauert zu lang zum Einnehmen. Sind doch verdammt schnell weg. Jetzt müssen wir gekettet. Da reicht der Durchschlag noch nicht. So ein Blödsinn. Das ist ein gutes Ziel. Aber da bleibt er nicht stehen. Der fährt ja durch. So wie es aussieht. Ja. Was sind wir? Das Gruppen wäre episch. Der Schuss zu spät. Okay, Runde durch, auf jeden Fall gewonnen. 700 Schaden, 600 Unterstützung. Naja, könnte besser sein, könnte schlechter sein. Nehmen wir es mal mit, so wie es ist. Zumindest ein Crit ist ein Anfang. Aber der ersten Kanone erwarte ich noch nicht viel. Weil zweite hat, glaube ich, dann ein bisschen mehr Wumms. Hoffe ich. Dann immer genau dann wegfahren, wenn du schießt. Oh, die kriegt man nicht mehr. Sehr bedauerlich. Oder? 10 Sekunden? Nee, Budget ist so nah. Nope, schade. Okay, 1-5 kombiniert. Nehmen wir mit. Ich gehe mal davon aus, wenn die Crew dann am Montag auf 100% geht, plus das Rohr. Ich hoffe, das geht schnell. Ich hoffe, das kostet nur 30.000. Gucken wir gleich mal nach, dass es dann besser läuft. Weil jetzt haben wir es gleich halb. Das heißt, ich mache jetzt gleich Feierabend. Denn, ich werde es nicht glauben, aber ich muss gleich wohin was erledigen. Tut mir wirklich, wirklich leid. Aber ich kann ja nichts für, wenn sich jemand damit. 20.000 sogar, das ist gut. Unterschiede sind. Okay, Kaliber bleibt gleich. 1917er gegen 150 hat. Macht ein bisschen mehr Schaden. 5 mehr Durchschlag. Ist aber ein Tick präziser. Dann schauen wir mal. Deswegen, ich bedanke mich bei allen, die Damen. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wir sehen uns dann später. Montag, spätestens am Dienstag, falls ich Montag nicht schaffen sollte. Deswegen viel Spaß euch. Ciao.